Hallo und herzlich willkommen hier zum heutigen Replay von der Imperator Nikolai oder Kaiser Nikolai. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil irgendwie gibt es beide Arten. Ich weiß nicht, welche jetzt die ganz offizielle ist. Auf jeden Fall, dieses Schiff, was es de facto, zumindest ist der Stand der Dinge, was mir so zugrunde liegt, nicht mehr in den Shop kommen wird, weil sie gemerkt haben, das Schiff haben wir zu stark gemacht. Ja, und dementsprechend ist es immer schön, so ein Schiff zu sehen, oft Tier 4, was so richtig Bums hat. Und ja, ich kann auch selber sagen, das Schiff ist wirklich krass stark. Also da habe ich mir auch das ein oder andere Mal gedacht, wenn ich damit unterwegs war, holla die Waldfee, damit kann man richtig Schabernack anstellen. So, jetzt kommt er hier gleich auf die ersten Gegner, deswegen gehen wir jetzt in die Live-Geschwindigkeit über. Furutaka, tolle Distanz schon, dreht jetzt ein, jetzt ist die Frage, dreht er komplett rum? Jetzt muss er warten, genau, macht er perfekt. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu früh, aber die könnten schon richtig, richtig wehtun. Ah, nur 5000. Hätte er ein bisschen länger gewartet, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, wäre das schon der Kill gewesen. Sein Kompagnon hier direkt hinter ihm im Flugzeugträger. Also hier sozusagen die drei machen die Seite. Er dreht jetzt bei. Hat jetzt hier direkt Feuer gefangen. Auch hier die Furu. Schöne Distanz, aber er will jetzt erst nochmal einlenken. Das ganze Schiff dreht er natürlich mit. Liegt stark im Wasser. Und jetzt Furutaka auch hier. Das aber wurde gerade auch gut getroffen. Sieht man ganz schön. Und hier, da fliegt die erste bzw. sogar zwei Zitadellen raus und dementsprechend schaut es da schon ganz anders aus. Und das Beste ist, er hat noch Kanonen, und zwar die hintere, die kommt gerade mit. Das heißt, die kommt jetzt. Mal schauen, was die Schüsse so anstellen. Ah, 1720, das ist jetzt nicht so viel, wie er haben will. Jetzt muss er aufpassen, sonst lenkt er hier nämlich komplett ins Festland rein. Aber gerade nochmal gut gegangen. Die Furutaka ist hier sehr offensiv. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das normalerweise ansatzweise gut gehen darf und kann. Also die müsste gleich aus dem Spiel rausgenommen werden. Und jetzt schauen wir, was die Salve so macht. Ja, auch hier die Zitadelle. Und da ist die Furu einfach mal weg. Und auch die ist natürlich mit nicht mal 5 Kilometern so nah dran. Das könnte mal jetzt auch richtig, richtig unangenehm werden. Nee, noch nicht. Ah, der hat ja noch Glück gehabt, muss man ganz klar sagen. Oh, Torpedos, da ist er jetzt Gott sei Dank schon ganz langsam und schafft es sogar noch davor abzubremsen. Sehr schön gemacht. So, noch 10 Sekunden und dann schaut es für die Furutaka richtig, richtig schlecht aus. So, jetzt mein Freund, könnte schon für dich das erledigt sein. Zack, und die nächste macht ihn dann nicht mal. Oh, da dachte ich, die machen ihn weg. Torpedos hier wieder. Aber hier, da, jetzt er. Jetzt kriegt er den Kill. Der zweite in der Runde für ihn. Sehr fein. Imperator/Kaiser Nikolai gegen die gegnerische Kaiser. Hat aber hier Flugzeuge über sich, da muss er jetzt aufpassen. Gerade Torpedos sind natürlich tierisch unangenehm, aber wenn er jetzt zu weit reinkreuzt, sag ich mal, dann kriegt er die Breitseite von dem gegnerischen Schlachtschiff. Ja, da muss er jetzt natürlich wegen den Torpedos, klar. Einen bekommt er ab, aber jetzt seitlich hat er komplett Platz für die
gegnerische Kaiser. Das ist eigentlich eine nicht so schöne Situation. Ein Torpedo, aber 5000 Damage, das ist okay. Damit kann man leben. Hat sich auch gleich wieder geheilt. Und jetzt komm, nimm die Fugu raus. Ah, jetzt dreht sie gerade im dümmsten Zeitpunkt weg. Kaiser fährt mittig auf ihn drauf. Also die sucht jetzt hier ganz klar das One-on-One. So, erstmal vorne drauf, genau richtig. Er ist meines Erachtens ein bisschen zu breitseitig, hat aber das Glück, dass die gegnerische Kaiser hier mit HE schießt. 2 Kilometer. Also das ist jetzt eine Distanz, da mal, wo man richtig die Zitadellen rauswuppen kann. Gerade hier mit seinem Kaliber. So, jetzt will er nur eindrehen, nicht, dass er hier das Rammen riskiert. Ich glaube, da hat er gerade ein bisschen... Oh, da kommen Torpedos. Ja, das war's für die Kaiser. Da hat sie Karlsruhe schön gemacht, dass sie hier da die Torpedos so geschmissen hat. Aber das ist halt so, wenn man zu zweit oder zu dritt zusammenspielt und agiert, dann passt das. Aber der Flugzeugträger hatte vorher meines Erachtens zu viel Respekt vor der Seite hier. Deswegen hat er sich wieder nach oben entschieden. Da konnte in die Mitte durchbrechen und geht jetzt auf den Flugzeugträger. Also der hat klar keine Chance. Da hätte er bei seinen Leuten bleiben sollen, weil in die Mitte, da kann einfach niemand so einfach hinwirken. So, jetzt gibt es die nächsten Torpedos. Ja, ein bisschen tiefer dürfte es sein. Ja, deswegen da keine Zitadelle. 8000 Schaden. Nur so ein Aufpassen, dass die... Ja. Furutaka nimmt die Kaiser raus. Die Kaiser nimmt die Furutaka... Die Karlsruhe, sorry. Raus. Wie komme ich denn auf Furutaka? So, jetzt wieder hier die Flugzeuge. Auch das ist eine unangenehme Situation. Oh, jetzt kann er nicht mal wirklich gescheit eindrehen, weil jetzt hat er da... Jetzt wird er hier gebremst. Also ein Torpedo bekommt er ab. Ja. Da ging es einfach nicht anders. Da eine Kongo jetzt. Hat aber nur ein Rohr, was da gleich drauf schießen kann. Weil die anderen gerade noch in der Drehung sind. Schöne Beflaggung übrigens. Natürlich ein Ranked-Spieler. Wie soll es anders sein? Mit seinem Team ist er da nicht wirklich zufrieden und das verstehe ich auch so ein bisschen, weil sie haben keinen einzigen Cap-Punkt aktuell. Sie machen da oben gegen einen Gegner keinen wirklichen Druck. Sie sind nicht zurückgefahren. Also alles, wo man wirklich sagt, da hat das Team von ihm wirklich nicht gut mitgemacht. Oh, da ist jetzt aber den Langley. Ich weiß auch nicht, was die Langley sich jetzt hier gedacht hat. Die hätte auch schon lange wegfahren müssen. Also das ist jetzt natürlich... einen Freifahrtschein ihm hier rauszunehmen. So, und da gab es dann doch noch eine Zitadelle. Lang hat es gedauert mit der letzten Salve. Kam sie dann raus. Ist sie rausgesprungen, die kleine Zitadelle. Ich weiß nicht, warum er jetzt mit seinem Heck, warum er nicht schießt. Da hat er jetzt... zu lange gewartet, weil klar, jede Wartezeit ist natürlich auch Nachladezeit. Und davor hätte er sie besser getroffen als jetzt, wo sie hier doch so leicht schräg Richtung Kartengrenze fährt. 800, 1700, ja, das sieht man halt. Wenn sie natürlich vom Winkel nicht so toll steht, dann ist das alles nicht so leicht. Jetzt hat er wieder gleich das nächste Torpedoproblem an der Backe. Ich wäre jetzt übrigens nach links abgebogen. Kann ich auch einfach begründen, weil je weiter man sozusagen von denen wegfährt, von den Torpedos, desto mehr Zeitpunkt hat man auch zum Agieren und zum Steuern. Hier in dem Fall ist es jetzt für ihn gut gegangen. Aber andersrum hätte er sich zumindest nicht viel schwerer getan. Hier jetzt übrigens nicht wundern, dass die Rohre noch nicht mit rüber gezeigt haben. Das ist einfach das Thema Replay-Bugs. Teilweise passt es einfach noch nicht, ich weiß nicht. Aber das ist alles gut. Er hat nichts Verbotenes getan.
Die meisten wissen es mittlerweile, aber ich sag's nochmal zur Sicherheit nicht, dass da wieder die Buhrufe kommen. So, Gegner hat noch den Punkt B. Punkt A hat er jetzt hier eingenommen. Sehr schön, mit einem Schlachtschiff den Punkt einzunehmen. Ist auch natürlich nicht so das Leichteste. Jetzt hat er hier HE geladen. Ja, damit ist die Längle ganz klar weg, genau. Nächste Salve ist aber wieder AP. Jetzt sind es 3 gegen 3. Von den Tickets her liegen sie noch ordentlich weit hinten. Die Kaiser sehr, sehr weit weg, aber kommt in seine Richtung. Also da könnte es dann bald rund gehen. So, jetzt hat er es nicht mehr weit. 14,1 Kilometer sieht man immer unten ganz schön. Ist die Reichweite, bis er drauf schießen kann. Hat er es gleich geschafft? So, jetzt nur noch 500 Meter. Aber kein schöner Winkel, den er hier geboten bekommt. Bisschen vorgehalten, er bleibt bei AP. Man hätte jetzt hier auch vielleicht noch mit HE arbeiten können. 2000 Schaden. Und die letzte Salve kommt jetzt raus. Zwei Schiffe gegen drei. Ja, die König hat jetzt die Kremiaschi rausgenommen. Sehr wichtig auch, den Zerstörer hier rauszunehmen. Er sagt, dass die König doch zu C fahren soll. Und er sich da jetzt hier auf die Kaiser orientiert und er doch die Kongo da sich mal angucken sollte. Weil die jetzt auch hier am Captain ist. Aber scheinbar macht da sogar die König das, aber hat halt auch kaum mehr Hitpoints. Die sinkt gerade. Da ist er auch schon weg. Hat geflutet, also keine Chance, da konntest du nichts mehr machen. Jetzt muss er hier beide Kills machen, um die Runde noch zu gewinnen. Weil von den Tickets her, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, ist es nicht mehr machbar. Aber man muss sagen, die Kaiser hier hat nicht mehr viele Hitpoints. Also das ist auf jeden Fall, die Kaiser ist zu machen. Die Frage ist natürlich, was hat die Kongo? Und auch außerdem, wenn die Kongo jetzt einfach meint, okay, ich fahre jetzt wieder Richtung Norden und hau ab, dann hat er hier keine Chance mehr. Dann ist es ganz klar die Niederlage. Also da muss die Kongo schon so greedy sein. Ansonsten würde das hier verlieren. Aktuell 3 Kills, 123.000 Schaden. Oh, die kommen alle ganz gut. Ja, die waren nicht schlecht. Der Unterstützer, der hat er sich schon mal verdient. Die kommen auch wieder ganz gut. Aber da kein Durchschlag. Aber die letzten, die kamen schön. Jetzt ist es ein One-on-One und jetzt ist wirklich die Frage, was macht die Kongo? Wäre natürlich auch seine Krake. Also auch die hätte man natürlich gern. Vierer, Fünfer Gefecht war das. Also von dem her hat er auch da fleißig Arbeit geleistet bis dato. Ja, wie gesagt, wenn die Kongo ein bisschen clever war, ist er nach oben weg. Und das ist er nicht. Sie ist da unten. Und sie hat auch nicht mehr viel Hitpoints. Okay, Kongo, das ist einfach doof, was du da machst. Da sieht man wieder mal, was es
wie viel Notwendigkeit auch manchmal einfach Köpfchen ist. Hier, dass die Kongo mit 3000 Hitpoints meint, sie fahrt da nochmal vor. Absolut nicht nachvollziehbar. Die Salbe hat geklappt. Die nächste versenkt ihn. Damit ist die Runde beendet. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.